Ja, bei Corona gibt's immer noch keine Massen an Zeugen, die behaupten würden, dass in ihrem Bekanntenkreis dieses Jahr ungewöhnlich viel mehr Menschen gestorben seien als in den letzten Jahren. Das heißt also, sozusagen, wir haben nach wie vor die einzige Zeugin aus Schweden, die im Gegensatz zu allen anderen Schweden, die also keine Angst vor Corona haben und keine ungewöhnlichen Totenzahlen in ihrem Bekanntenkreis zu berichten haben. Das war die eine Zeugin, wo quasi sich eine Kirchengemeinde gegenseitig das Virus gegenseitig in den Hals gesungen hat. Und da sagt sie, da seien dann in diesem Bekanntenkreis einige Leute gestorben, und ich gehe mal davon aus, dass sie damit meint, dass das mehr Tote als in den sonstigen Jahren und Wintern, zum Beispiel Winter 2018 oder so, gewesen seien. Aber das ist unsere einzige Zeugin. Also das ist auch generell in Winterzeiten und Grippezeiten ein höchst unvernünftiges Verhalten, sich da also gegenseitig die Viren in den Hals zu singen, ist schon grober Leichtsinn, ja. Aber solche Zeugenaussagen bekommen wir bisher weder aus Weißrussland noch aus Tansania. Weißrussland und Tansania bemühen sich ja nach Kräften sozusagen, Corona vollständig zu ignorieren, ohne jeglichen Lockdown und so weiter. Einfach so nach dem Motto, Corona gibt's gar nicht, was vielleicht wirklich die gesündeste und beste Strategie ist. Denn wenn es sich nur um eine kräftige Grippe handelt, dann ist es wahrscheinlich die beste Strategie, sie im Wesentlichen sich zu ignorieren und sich so vorsichtig zu verhalten, wie man sich generell bei Grippe verhalten sollte, nämlich mit einigen Sicherheitsmaßnahmen. Ja? Ja, und von daher also sozusagen, ja, kann man was letztendlich kann man nur sagen, der Umgang mit Statistik und mit den Zahlen war sozusagen bisher völlig antiwissenschaftlich, antinaturwissenschaftlich und von daher aussagelos und wertlos. Und mehr kann man dazu nicht sagen, ja. Und sozusagen, dass die schwedischen Zahlen jetzt sozusagen eher die schwedischen Sterbezahlen, ob die stimmen, ob jetzt nicht auch die schwedische Medizinindustrie sozusagen durchaus auch zu viele Menschen sozusagen als Corona-Tote fehldiagnostiziert hat, das wissen wir ja alles nicht. Vor allem wissen wir eins, dass Schweden zugegeben hat, dass sie ja sozusagen in den alten Pflegeheimen einen ganz schlechten Schutz geleistet haben und deswegen über die Hälfte der Toten stammen aus den alten Pflegeheimen. Also dort sehen Sie den Grundfehler in Schweden, ja? Und wenn man das so die Zahlen dann relativiert, dann passt es immer noch gut zu der Hypothese einer kräftigen Grippe. Ja, also von daher muss ich sagen, also Schweden gibt keinen Hinweis, auch die Zahlen, also sozusagen, auch wenn wir jetzt mal alle schwedischen Zahlen für bare Münze nehmen und alles nur verursacht, also nicht durch besonders schlechte Situationen in den Altenpflegeheimen, sondern alles nur rein durch Coronavirus angeblich ja verursacht. Wenn wir mal alle Zahlen so nehmen, als wären sie die Wahrheit, dann sind wir jetzt in Schweden bei circa 1.600, also von einem Anstieg, also 3.200
Tote wären ein ganz normaler Grippewinter sozusagen, ein kräftiger Grippewinter. Und wenn die Zahlen also stimmen würden in Schweden, dann haben wir jetzt sind wir von 3.200 auf 4.000, circa 800 gestiegen. Und wenn alles so astrein wäre, dann wäre es durchaus, dass man sagen könnte, es ist eine etwas kräftigere Grippe als sonst. Ne? Aber zu mehr gibt es nicht Anlass. Ich vergleiche mal, in Schweden hätten wir jetzt 3,3 oder 3,5 Millionen Tote gehabt, wenn es sich um die Pest gehandelt hätte. Also 3,5 Millionen Tote verglichen mit 4.800. Also Sie merken, die Größenordnung ist eine ganz andere Liga. Ja? Also das heißt, wenn wir wirklich alles mal gar nichts abziehen, dann haben wir in Schweden eine Grippe, die kräftiger ist als die meisten anderen Grippen der letzten Jahre. Aber die Frage ist dann immer noch, ob es dafür dann wirklich angemessen ist, einen Lockdown, einen Shutdown zu machen mit all seinen brutalen Kollateralschäden, die er anrichtet. Ja, also ich hätte immer noch, als wenn man mich als sozusagen anstatt des Robert-Koch-Institutes und anstatt von Drosten zu Rat gefragt hätte, hätte ich gesagt, ich wäre sehr vorsichtig damit, so ein Shutdown und Lockdown und die damit zugehörige Panikauslösung kann so viel Kollateralschäden anrichten, dass ich gesagt hätte, nur wegen einer etwas kräftigeren Grippe als sonst, würde ich davon abraten, weil die Kollateralschäden könnten weit das übertreffen. Ja, also dieser Sprung in Schweden zum Beispiel von 3.200 auf 4.800, während in Schweden bei einer Pesterkrankung 3 Millionen Tote zu verzeichnen gewesen wären, dann würde ich sagen, das ist alles im so verschwindend geringen Bereich, dass ich sagen würde, diese Differenz von 1.600 Leuten, die kann man alleine durch einen Shutdown, durch einen Lockdown, können alleine diese locker mehr Menschen getötet werden als diese 1.600. Also insofern hätte ich gesagt, äußerste Vorsicht. Also bitte keine Panik auslösen, keinen Lockdown, keinen Shutdown. Erst einmal weiter verfolgen, ob es irgendwo noch einen Hinweis gibt, dass es sich um wirklich wenigstens mal einen doppelt so aggressiven Erreger wie bei Grippe handeln könnte. Ne? Geschweige denn, also die Pest wäre ja dann verglichen damit, ich will es jetzt gar nicht ausrechnen, also unzählige Mal aggressiver der Erreger als Corona. Ne? Ja, und dann noch vielleicht der Hinweis nochmal, dass wir vielleicht demnächst besser von vorteilsbringenden Irrtümern und gewinnbringenden und karrierefördernden Irrtümern sprechen sollten, die in der Marktwirtschaft immer wieder sich massenhaft multipliziert werden. Ja, also genau genommen ist ja der Irrtum, es handelte sich um einen Killer-Virus in der Liga vielleicht von Pest oder ähnlichen Dingen. Dieser Irrtum, der ist ja eben für die marktwirtschaftliche Medizin ein vorteilsbringender Irrtum, ein gewinnbringender Irrtum. Ja, im Moment können Massen an Tests verkauft werden, an denen ja Professor Drosten selber sogar wahrscheinlich finanziell beteiligt ist. Und es sind karrierefördernde Irrtümer, denn im Moment erlebt ja sozusagen der Arztroman, also die Verherrlichung des Medizins,
Medizinertums einen riesigen Aufschwung und so weiter. Und dass generell und die Bereitschaft, jetzt auch eventuell weltweite Zwangsimpfungen zu akzeptieren und so weiter, das wird in Zukunft riesige, sich als vorteilsbringender Irrtum und gewinnbringender und karrierefördernder Irrtum erweisen. Ja? Und und vielleicht gehe ich gleich nochmal hier drauf ein. Hier als Beispiel, wir haben ja hier zum Beispiel jetzt die Normalverteilung, ja. Das bedeutet jetzt, dass wir ich will das Thema kurz anreißen, dass Professor Hans-Werner Sinn, der berühmteste Volkswirt Deutschlands, dass er also nochmal im Gespräch mit Thilo Jung von Jung und Naiv, einem eher sehr linkslastigen parteiischen sozusagen Interviewer, hat Professor Sinn natürlich hat er sehr gut die Ruhe bewahrt und hat immer wieder versucht, diese linksradikalen Thesen sozusagen zu korrigieren und zu hinterfragen und deren Falschheit aufzuweisen. Ja, und immer wieder kommt die Forderung, ja, die Leute, jeder Mensch soll doch hier in Deutschland so viel Gehalt bezahlt bekommen, dass er davon gut leben kann. Und eben nicht auf eine Unterstützung durch einen Hartz-IV-Zuschuss angewiesen ist. Ja, sozusagen. Thilo Jung hat sogar plädiert dafür, dass doch Jobs dann einfach verschwinden sollten, in denen halt es sich nicht rechnet und deswegen nur, 3 Euro pro Stunde bezahlt werden können oder 5 Euro pro Stunde bezahlt werden können, weil die Kundschaft und der Umsatz nicht mehr hergibt, sozusagen. Ja, und da sagt Professor Sinn, richtig ist doch viel besser, wir lassen diese 5-Euro-Jobs bestehen, ohne Mindestlohnunfug und ohne irgendwelche Einschränkungen und geben dann den Leuten einen Zuschuss über Hartz IV sozusagen, ja. Und damit sie wenigstens nicht völlig arbeitslos werden und nicht völlig verwahrlosen in der Arbeitslosigkeit, ja. Und da klang das so, als wäre es Thilo Jung lieber, die Leute werden bleiben jahrzehntelang Dauerarbeitslosigkeit und verwahrlosen lieber total in der Arbeitslosigkeit, ne? Als dass seine Illusion weggeht. Und was ist die Illusion? Die Illusion ist wieder die gleiche, nämlich alle Menschen sind Genies, alle Menschen sind total fähig, alle Menschen sind gleich. Und deswegen müsste doch eigentlich jedem Menschen hier auch in Deutschland ein fürstliches Gehalt zustehen. Und das stimmt aber leider nicht. Ja? Professor Sinn deutet es nur vorsichtig an. Wir haben im Moment in Deutschland unendlich viele Menschen, die geboren werden und deren Eltern aus dem niedrigst qualifizierten Bereich der Gesellschaft stammen, also höchstwahrscheinlich auch niedrige Intelligenzquotienten haben und deren Kinder dann auch zwar streuen, weil Evolution immer ein Ungleichheitsgenerator ist sozusagen, aber sie streuen nur in einem kleinen Umkreis um diese niedrige Intelligenz herum. Und diese Leute, deren Arbeitsfähigkeit und deren Arbeitsleistung ist eben nur 1 Euro pro Stunde, bis vielleicht 5, 6, 7 Euro die Stunde wert und mehr nicht. Und deswegen kann ein Unternehmer nicht überleben, wenn er diesen Leuten mehr zahlt als 5 Euro die Stunde zum Beispiel. Ja? Das heißt also, wir müssen uns dran gewöhnen, je mehr dumme Menschen, dumme Kinder bekommen, desto mehr werden wir uns dem Lohnniveau von Afrika annähern müssen, weil die Leistungsfähigkeit dieser Menschen der afrikanischen entspricht. Wir hatten früher und haben heute noch sehr viele hohe Löhne und hohe Gehälter, weil wir eben noch ein paar leistungsfähige Leute haben. Aber in dem Rahmen, in dem die immer weniger werden, werden natürlich die guten Gehälter auch immer
immer weniger. Und da die auch zu wenige Kinder bekommen, da die Reformen der Next Scientist for Future.de noch nicht da sind, werden wir immer, wenn das alles so weiterläuft, immer weniger Kinder haben. Und das bedeutet also, dass wir eben diesem Ideal, dass jeder Mensch von seinem Job leben können soll, möglicherweise sogar noch von einem Job leben können soll, das wird immer weniger realisierbar. Ja, denn entweder die Leute kriegen 5 € die Stunde und kriegen den Rest vom Arbeitsamt dazu getan, oder sie bleiben total arbeitslos und dann verelendet das Land noch schneller. Und dann werden diese Leute, die Leistungsfähigen, immer häufiger, angeblich verlassen ja jedes Jahr 250.000 der fähigsten Deutschen das Land sozusagen ins Ausland, weil sie dort bessere Karrieremöglichkeiten haben. Und deswegen wird Deutschland und Europa ist eine sterbender Kontinent, ja. Und deswegen ist das ist das Dilemma darin, ja. Also wir werden immer mehr Leute haben, deren Arbeit einfach nur 1 € pro Stunde wert ist oder 2 € die Stunde. Das ist zwangsläufig, ne? So, und jetzt kommt wieder die Aussage, noch mal ganz kurz wieder hier die ganzen uns alle in die Irre führen versuchenden, also diese ganzen, noch einmal, niemand von denen hier hat böse Absichten, sondern er trägt einfach gemeingefährliche, vorteilsbringende Irrtümer, gewinnbringende Irrtümer und karrierefördernde Irrtümer, die, wenn die sozusagen die Gesellschaft informieren, also in Form bringen oder in eine Gestalt bringen, dann sind es quasi Manipulationen und Gehirnwäschen. Und all diese Leute hier geben also die Manipulationen und Gehirnwäschen wieder, die sie selbst gelernt haben. Mehr tun sie nicht. Das sind keine Verschwörer, das sind keine bösen Menschen, sondern niemand ist ein böser Mensch. Das einzige Böse ist, dass das böse System Marktwirtschaft bzw. Kapitalismus grundsätzlich gewinnbringende Irrtümer ausbreitet. Das muss ich wieder ganz eine Sekunde lang belegen. Nehmen wir doch mal als Beispiel heute. Ich gucke gerade mal hier, ob ich was habe ich hier noch schön als Bildern. Ja, als Beispiel nehme ich einfach mal hier das. Nehmen wir doch mal, was nehmen wir denn? Lehrertum. Nehmen wir doch Lehrertum. Die vorteilsbringenden und karrierefördernden und gewinnbringenden Irrtümer des Lehrertums. Der erste Frühlehrer der Evolution sagte noch: Ja, ich muss vorsichtig sein, dass ich nicht anfange, die Kinder in ihrem Lernfortschritt zu behindern. Nur damit sie dann mehr Stunden bei mir brauchen und ich mehr verdiene. Also muss ich selbst mich beobachten und achtsam sein und da muss sehen, dass ich die Kinder praktisch möglichst wenig an dem Spaß am Lernen, dem selbstständigen Spaß am Lernen hindere, sondern nur positiven Nutzen entfalte, sozusagen. Das ist ein wahrheitsorientierter, selbstkritischer, selbstreflektierender Händler, Frühlehrer. Und irgendwann musste zwangsläufig aufgrund des Naturgesetzes von Mutation und Selektion der erste Frühlehrer auftauchen, der Evolution, der also sozusagen dachte, ach nö, sozusagen. Ja, Kinder, ja, brauchen mich. Die können nichts lernen ohne mich. Die würden nie von sich aus Lernwillen entfalten. Ich muss da irgendwie alles in der Hand halten, muss alles im Griff halten und muss die disziplinieren und ich muss mit denen pauken und so weiter. Und so fängt er dann, weil er sich irrt und eine pädagogische Ideologie im Kopf hat, die unwahr
wahr ist und ein Irrtum ist, fängt er an, die Kinder quasi zu blockieren in ihrem natürlichen Lernwillen und bewirkt im Prinzip, dass sie den Spaß am Lernen verlieren. Schluck Wasser. Und wenn sie dann den Spaß am Lernen verloren haben, sind die Eltern bereit, mehr Lehrerstunden zu buchen, weil das Kind ja angeblich so lernschwierig ist und so weiter. Und schon erwächst aus, kann er Angestellte anstellen, kann also ein ganzes Lehrerimperium begründen, eine Lehrerdynastie hier und kann dabei, wird dann so reich, dass er jetzt eben 2 Kinder, 3 Enkel, 2 Urenkel ernähren kann. Und daraus entstand unsere neue, moderne, marktwirtschaftliche Lehrerkaste, weil eben die marktwirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die arbeitsteiligen Bedingungen sozusagen ohne so korrigierende Elemente wie zum Beispiel eine neue Wohlfühlstimme und so weiter oder jetzt hier in dem Falle zum Beispiel die Messung der Lehrerleistung an dem beruflichen, späteren beruflichen Erfolg es wird gemessen, welche Kinder hatten in ihrem Leben mit welchen Lehrern zu tun und dann wird ihre Steuerleistung da hingegen statistisch in Bezug gesetzt und dann kann man rausrechnen, welcher Lehrer war ein besonders starker Bremser der Schüler und wer war ein echter Förderer der Kinder, ja? Und durch solche Steuerungsmaßnahmen kriegen wir sozusagen die Lehrer, das Lehrertum wieder dazu, dass es zum bestmöglichen Förderer der Kinder wird. Während es jetzt, was haben die Lehrer geschafft? In den letzten Jahrzehnten haben sie es geschafft, dass Kinder früher in 9 Jahren Schule viel Gutes und Wichtiges gelernt hatten und richtig gut vorbereitet waren auf die Berufswelt. Mittlerweile arbeiten die Lehrer so ineffizient und so schlecht, dass sie nach 13 Jahren Schule ganz viele völlig ungeeignet und schlecht vorbereitet sind auf das spätere Berufsleben. Also das heißt, die Evolution des Lehrertums unter Bedingungen der marktwirtschaftlichen Rahmenbedingungen evoluieren sich immer weiter hin Richtung Schädlichkeit. Und diese Irrtümer, die sie im Kopf haben, haben sich eben als vorteilsbringende Irrtümer, als gewinnbringende und karrierefördernde Irrtümer erwiesen. Ja? Und das könnte ich jetzt 20 Stunden fortsetzen für jeden Berufsstand in Deutschland, für jede Behörde, für jede Industrie, für die Medizinindustrie habe ich schon 1000 Mal gemacht, wie sie dann eben der Irrtum der Gefährlichkeitsüberschätzung von angeblichen Killerviren dann eben sich als vorteilsbringender Irrtum und gewinnbringender und karriereführender Irrtum im Rahmen der letzten 400.000 Jahre massenhaft ausgebreitet hat und unser aller Gehirn gewaschen hat, weswegen die Menschen jetzt wieder in Ehrfurcht erstarren vor den Vollgöttern in Weiß. Ne? Und sozusagen all deren gewinnbringende und vorteilsbringende Irrtümer blind übernehmen, ne? Und hörig sind ihnen gegenüber. Ja, also so viel dazu und jetzt sind wir dann, glaube ich, hier wieder dran. Ja, also eben deswegen. Die bürgerliche Revolution, Atlas-Initiative von Dr. Markus Krall, meint es nicht bös. Auch Professor Hans-Werner Sinn meint es nicht bös. Sie leben nur in dem gemeingefährlichen, abergläubischen Irrtum, dass eben die Marktwirtschaft etwas Gutes sei. Und das ist sozusagen die Ideologie. Professor Hans-Werner Sinn sagt ganz selbstkritisch, ich hoffe, dass ich keine Ideologien mehr in mir trage. Aber lieber Herr Professor Sinn, Sie tragen die Ideologie in sich, Marktwirtschaft sei gut. Nein, Marktwirtschaft ist der einzige Teufel, den es gibt. Ne?
Christian Felber so ähnlich. Auch er würde quasi alles, was mein Leben zerstört hat, würde Christian Ge Felbers Gemeinwohlökonomie nicht beenden. Also sie ist im Prinzip so, wie sie ist, für mich als Mensch wertlos, weil sie meine Glücksreduktion durch Unterdrückung der Sexualität und so weiter überhaupt nicht ankratzen würde. Sie würde also alles, was wichtig ist für Menschen, gar nicht korrigieren, ne? Genauso Sarah Wagenknecht und all die anderen, Kevin Kühnert, Reinhard Mausfeld, das ist so die Marxistenliege und all die anderen, ja, also für mein Leben, auch Fridays for Future und so weiter, alles, was mit Lebenslust und Lebensglück zu tun hat, da sind all diese Dinge, die hier nachlesen könnt, auch die ganzen Verschwörungstheoretiker und so weiter, alles, was die sagen, würde mein Leben nicht positiv verändern. Nur die Next Scientists for Future haben das Konzept, dass mein Leben glücklicher, gesünder und länger gestalten würde und dabei noch ein Wirtschaftswunder erzielen würde. Im Moment läuft ja gerade die Pressemitteilung von professionellen Journalisten versandt, die sozusagen ganz klar sagt, 500 Milliarden Euro pro Jahr Wirtschaftswunder jetzt nach Corona durch die Next Scientists for Future und all die anderen Sachen, alles, was es so im Internetfernsehen gibt, alles, was es überhaupt im Internet gibt, ist alles wertlos, würde mein Leben nicht verbessern, würde ihr Leben nicht verbessern. Es ist alles Irrtum. Es ist alles von vorne bis hinten Irrtum. Und nur hier nochmal an die Scientists for Future und Greta Thunberg der Hinweis, hier nochmal ganz kurz das Bild, liebe Greta, wo bist du? Ja, hier, oder ich kann es auch hier zeigen, liebe Greta. Wo ist es? Hier ist es. Ja, also der Artikel hat immer noch Gültigkeit. Immer noch können die Next Scientists for Future vom Weltrat hier für euch den Kohlestopp 2026 schaffen, immer noch den 900 Milliarden Euro 7-Jahre-Plan ans Klima. Aber diese Gelder verfallen natürlich jetzt, wenn wir uns vorstellen, dass jetzt auf die Pressemitteilung zum Beispiel Fellner Live in Österreich, der gerade als erster diese Pressemitteilung bekommen hat, oder Talk im Hangar 7 oder Maischberger oder Maybrit Illner und Tagesschau und heute, wenn die sozusagen die über die Next Scientists for Future und über das Wirtschaftswunderangebot nach Corona berichten, dann ist natürlich Klimaschutz steht dann natürlich als letztes auf der Liste. Also das interessiert dann wahrscheinlich niemanden und dann werden natürlich diese Medien eher dahin tendieren, dass diese 500 Milliarden pro Jahr, wobei wir in den ersten Monaten sicherlich mit klein anfangen müssen. Wir können ja nicht, wir werden es nicht schaffen, von 0 auf 500 Milliarden zu kommen, sondern die Reformen müssen ja erstmal greifen. Und das heißt, dass wir dann vielleicht nach ein paar Monaten erst die ersten Milliarden, einzelnen Milliarden haben, die wir dann als Wirtschaftswunder neu dazu bekommen. Ja? Und dann hoffen wir, dass wir so schnell wie möglich auf diesen Jahresschnitt von 500 Milliarden dann kommen. Ja? Aber das heißt also, liebe Fridays for Future, wenn ihr es nicht seid, die mit einer großen Weltpressekonferenz uns in die Medien bringen, dann habt ihr am Ende gelost, weil die Next Scientists for Future sind jetzt keine Fanatiker, die jetzt sagen, wir müssen jetzt da das Geld unbedingt fürs Klima ausgeben, denn das ist ja so, dass sich das alle Luftschadstoffe verteilen sich über den ganzen Planeten, ja? Und das ist bewiesen, ja? Und das bedeutet also, dass Deutschland sich auch problemlos auf den Standpunkt stellen kann, nee, wir nehmen jetzt mal all das Wirtschaftswunder der Next Scientists for Future für die Wirtschaft und für die Gesellschaft insgesamt, ja, damit wir da wieder in die Pötte kommen, sozusagen, und ignorieren jetzt mal das Klima, weil sozusagen
soll sich doch die ganze Welt darum kümmern und sollen sich doch die darum kümmern, die als erstes jetzt unter dem Klima leiden und wo zuerst Menschen sterben durch das Klima, ja angeblich und so weiter, sollen die doch den Antrag stellen auf einen weltweiten sozusagen Emissionshandel, wo jedes Land der Erde einen riesig hohen Preis für jede Emission, außer dem Ausatmen der Menschen sozusagen. Das Einzige, was nicht bezahlt werden muss, ist in Zukunft nur das Ausatmen von Menschen. Das Ausatmen von Tieren muss dann bezahlt werden und so weiter, ja. Also, das heißt also, liebe Leute, ja, also hier Greta Thunberg, wenn auch nur irgendein anderer sozusagen das Angebot, das Wunderangebot von 500 Milliarden Euro jährlich für Deutschland oder 50 Milliarden für Österreich dann pro Jahr oder für die Schweiz, wenn das nur irgendjemand aufgreift, dann habt ihr mit euren Vorstellungen auf jeden Fall völlig verloren. Denn wie gesagt, die Next Scientists for Future, wenn die Politik dann sagt, wir wollen das Geld aber bitteschön nur für die deutsche Wirtschaft oder für die österreichische oder Schweizer Wirtschaft, dann werden die Professoren sagen, kein Problem, machen wir sozusagen, dann soll sich halt der Rest der Welt, die Teile der Welt, die wirklich angeblich leiden unter der Klimaveränderung, die sollen dann für ein weltweites, einen extrem teuren Emissionshandel für alle Luftschadstoffe sorgen. Und wir müssen uns natürlich auch noch darum kümmern, dass alle Meere endlich sauber werden. Ja, das so am besten wahrscheinlich. Und da hat Dr. Markus Krall endlich mal recht mit dem, was er sagt. Sollte man dann eben, da hat er mal recht in einem Punkt, kann ja auch mal recht haben, ne? Sollten wir dann eben wirklich, dass die Meere alle auf die Staaten der Erde aufgeteilt werden und dann jeder Staat der Erde eifersüchtig darüber wacht, dass bloß kein Idiot irgendein Gift in seine Meere rein tut, wo er saubere Fische haben will, ne? Solange man noch nicht alle vegan sind, sozusagen, ja? Ja, also so, das war's doch schon wieder für jetzt. Also hier, wie gesagt, noch einmal die ganz klare Aussage, und ihr könnt sie ja versuchen zu widerlegen. Alles, was es in der Welt sonst gibt, jenseits der Next Scientists for Future, ist leider mit so vielen Irrtümern behaftet, dass es uns nicht weiterbringt. Alles, was gut ist außerhalb der Next Scientists for Future, ist in den Next Scientists for Future enthalten und drin. Und alles, was nicht gut ist, ist nicht enthalten. Ja, so viel für jetzt, für diese wissenschaftliche Tagesschau heute. Tschüssi.